die frischere Luft, die jetzt hier kommt, die belebt ein bisschen wieder. So nach dem glattgedrückten im Tal unten. Ey, dieser Tunnel da auch, der war ja mal gestört. Das war so eine Mischung aus Abgasen und Hitze. Willkommen zu Teil 2. Ich rede jetzt nicht lange drum herum. Wir sind immer noch auf dem Weg zu unserem ersten Ziel. Sprich, das ist der erste Teil, ist noch im vollen Gange. Und zwar nach San Pellegrino Terme. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Schauen. Ich finde es immer wieder genial, wie schön die Panoramen, die man jetzt immer wieder sehen wird, wie schön die sind. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch gerne ein Like da. Und eventuell ist ja sogar ein Abo drin. Aber jetzt rein ins Video. Bis zum nächsten Mal. Und ride safe. Something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something. Oh, es ist schön, dass hier keiner ist. Wow. Ja, macht wirklich Spaß. Ich schwör's nicht herauf. Boah, geil. Schön. Wow. Also hier zu wohnen ist halt auch so eine Herausforderung in sich selbst dann. Ja. Einerseits richtig geil und schön, aber andererseits halt Anfahrtsweg und du brauchst irgendwas, einkaufen. Du musst immer mit dem Auto schauen, dass du hinkommst. Ja. Also, ja, du kannst ja Radl fahren. Ja, aber es ist schon faszinierend, wie die Dörfer hier teilweise dann an die Wand angeklatscht haben. Vorne zum Beispiel, wenn man so von Weitem sieht. So. Da ist einfach ein Tennisplatz, so einfach so mal halb in die Luft gebaut. Ja. So, die eine Hälfte ist am Hang rein und die andere Hälfte schwebt so halb in der Luft, hier rechts unter uns. Da. Geil. Boah. Boah. Ui, das ist eine Kanaldecke. Ui, ui. Noch welche Brücke. Da hat sich was verabschiedet. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, wenn du hier wohnst und aufwachst, hast du einen ziemlich geilen Blick. Also Ausblick. Das stimmt. Uiuiuiui. Ui, 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 ui. Jetzt ist aber Dämmerung. Nee. Oh, jetzt ist aber hier. Nebelwandeinbruch. Oh ja. Tata. Wieso sagt mir Google Maps, hier ist ein Stau? Ah, drei Dixi-Klos. Ja, herrlich. Toll, Zivilisation praktisch schon. Dass du nicht in die Landschaft bist. Dass du nicht reinscheißt. So. Kurzes Päuschen. Ja. Kurzes Päuschen. Oh, wow, okay, das ist richtig geil, das Panorama. Kurzer Haus, kleine Mauer. Oh, da ist ein Adler. Oh, ein deutscher Adler. Oh, gut, ist so teuer. Ja, der war richtig geil, der Pass. Der war jetzt wieder mal ein richtig geiler Pass. Out of 10. Da ist ein Bergsee, da kann man baden gehen. Da kann man nicht. Nee, komm, hör auf. Das ist kein See, das ist ein Tümpel. Das ist nicht mal ein Gumpen. Da winken Leute. Magst du vor, Marc? Nee, alles gut. Also ich kann schon vorfahren. Dann werde ich nicht mehr mit Steinen beschmissen. Ja, inzwischen mache ich mit Absicht. Ja, ich halt echt jetzt aktuell so 20 Meter Abstand, gell? Ein Stausee. Der sieht auf jeden Fall besser aus als der Tümpel oben. Ja, definitiv. Ich glaube, es ist auch kein Hexenwerk für irgendeinen See, besser auszusehen als dieser Tümpel. Wahrscheinlich war das einfach auch nur die Güllegrube. Habt ihr gerade das Schild gesehen mit Motorradfahrer verboten? Nee. Über der Treppe. Also die Treppe hoch und runter fahren, oder wie? Ja. Du musst dir immer fragen, wie oft muss etwas passiert sein, bis sie ein Schild anbringen. Das stimmt. Richtig. Oft. Alrighty, Mighty. Oh, wohnt da wer drin? Die haben hier Ampeln? Boah, sind die technisch weit.
habe jetzt 15.028 Kilometer drauf. Ich glaube, es war keine 50 Grad. Im Tunnel war es im Gegensatz zu hier draußen so kalt, dass draußen angeschlagen hat bei mir. Ja, das stimmt. Und wir sind hier. So gut mit Teil 2 des ganzen Tages und damit auch dem finalen Part von Tag 1. Wir sind jetzt halt gleich bei unserem Hotel in San Pellegrino Terme und ja, dann ist Tag vorbei. Wir sind jetzt halt 470, dann am Ende 460 Kilometer knapp am Stück so über den Tag unterwegs gewesen. Jetzt ist dann auch gut für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, wer überhaupt noch zuschaut. Kann ja, keine Ahnung, einen Lachsmiley kommentieren, wenn ihr Lust habt, wenn ihr es bis hierher schaut. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Rest, Abend oder wann auch immer ihr es schaut. Und wir sehen uns bei Tag 2 in Italien oder beim anderen Video. Bis denn!